Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wo die Nachrichten landen, die man an eine Error-Message gibt. In diesem Fall schicke ich einfach mal den Error-Blub an Neil. Wir können ja auch noch ein bisschen mehr als Nachricht reinschreiben. Und das Ganze füllen wir einfach mal aus. Do it. Und dann öffnet sich hier unser Fenster mit der Fehlermeldung. Wir haben hier unseren Error und dann landen wir hier. Und ja, wo steht jetzt unsere Fehlermeldung? Wer es schon gesehen hat, hier oben in der Fensterzeile steht's. Da kann man gucken, was denn die Fehlermeldung ist. Und ansonsten können wir das hier einfach auf Inspected machen. Und dann sehen wir hier auch nochmal unsere Fehlermeldung. Worauf man vielleicht bei der ganzen Sache achten sollte, das war meine Schwierigkeit am Anfang. Ich habe immer geguckt, wo steht denn jetzt direkt was und irgendwie finde ich ja nichts und so. Aber man muss sich bei den meisten Fehlermeldungen einfach nur genauer angucken, was denn hier in der Methode drin steht. Und hier steht zum Beispiel Error a String or Message. Das heißt, dass das, was wir hier reingegeben haben, dass das dann hier drin stehen muss. Also muss man sich das natürlich hier, wie ich eben gezeigt habe, angucken können. Und so müsste das eigentlich bei allen Funktionen gehen. Also wenn man irgendwo mal wieder eine Fehlermeldung hat, wo man keine Ahnung hat, was man damit anfangen soll, dann einfach mal genau gucken, was in der Methode drin steht, was als Parameter übergeben wird und im Zweifelsfall einfach mal die Parameter inspekten. Das war's schon.